Werbepause bei DSDS und das ist ein Grund, um euch mal zu zeigen, was hier so los ist in der Werbung. Das ist nämlich echt spektakulär. Wir versuchen uns mal hier zu den DSDS Allstars durchzuschlagen. Das ist nämlich hier so der Block, wo Menderes sitzt, wo Ramon Roselli sitzt. Und da gucken wir mal eben, wir gehen mal hier auf die Bühne und gehen mal hier vorbei. Wo ist er denn? Da ist Ramon. Da gehen wir mal runter. Ich schlänge mich hier einmal so durch. Ramon, kommst du mal kurz zu uns? Der muss natürlich Fotos machen. Am Ende ist es schon mal da. Sehr gut. Okay, danke. Guck mal hier, wir sind in unserem DSDS Livestream. Wir gehen mal einen Schritt nach oben. Wir sind schon live. Ach so, okay. Wir sind schon live. Es ist hier Halligalli. Hallo, liebe Leute, alles gut bei euch? Ich freue mich erstmal hier wieder bei DSDS zu sein. Ich hoffe, ihr habt alle zahlreich eingeschaltet. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Und du darfst begrüßen, wir haben noch weitere DSDS Allstars. Hallihallo, ist da? Na? Marie na, ist da. Na, wie geht's dir? Gut, toll, dass ihr da seid. Hi, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Mega, mega. Es ist eine geile Stimmung. Ich freue mich einfach auch gleich auf den nächsten Auftritt und es ist so geil. Es ist ja wie ein kleines Klassentreffen hier, ne? Ja, man trifft sich aus verschiedenen Staffeln, man hat wahrscheinlich auch viel zu erzählen. Mit Blick auf die beiden Auftritte, die wir heute schon gesehen haben, ne? Also, ich hatte kurz Gänsehaut hinten, das war schon echt gut, ne? Wow. Pony, ich sitze ja vorne im Publikum, alle haben getanzt. Alle. Wahnsinn. Aber ist ja auch ein Ohrwurm, ne? Also Pony ist natürlich auch ein Evergreen, ne? Der ist geil. Mega. Auch Momo. Ich dachte, das ist Momo. Also, ich fand die Auftritte bis jetzt geisteskrank, schnell alle zurecht im Finale. Aber Pony hat mich am meisten gecatcht, wir haben alle unsere Booties geshakt. Ich kann auch nicht so gut, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also ein geiles Finale bis jetzt. Menderes, wer ist dein Favorit von den Vieren? Ich will nicht so gemein sein, ich will jetzt keinen Favoriten nennen. Ich gönne es allen, also allen Vieren auf jeden Fall. Und ja, lass das Publikum einfach entscheiden. Ja. Marie, ist es so, dass Girl Power Monika ist das einzige Mädel noch in der Truppe. Und ich habe mal nachgeguckt, du warst die letzte Frau, die gewonnen hat. Es wird noch mal Zeit, oder? Ich bin natürlich klar, 5 Jahre ist es her, dass ich gewonnen habe. Ich würde es Monika von Herzen gönnen, vor allem Frau zu Frau. Aber sie hat auch eine krasse Fanbase. Ich gönne es ihr von ganzem Herzen, den anderen aber auch. Du weißt ja auch, was in den Köpfen von den Vieren jetzt los ist. Ja. Finale. Ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was machen die gerade durch? Du bist halt total auf Adrenalin. Du hast natürlich die ganze Zeit deine Freunde und Fans, und die dich die ganze Zeit supporten und dich anschreien und sagen, wie geil du bist. Aber du weißt, du hast einen eigenen Song. Ja. Ja. Und es ist in dem Moment so geil, du willst einfach nur noch raus auf die Bühne. Und du singst 3-mal. Natürlich immer wieder Song performen und dann abfuck, jetzt singe ich wieder den nächsten Song und so. Du bist auf Adrenalin, Nervosität, aber du freust dich. Und du musst dich wirklich konzentrieren. Wie fandet ihr beide die Jubiläumsstaffel? Momo, wie fandest du es? 20. Staffel, 20 Jahre DSDS. Also ich liebe DSDS. DSDS hat meine Kindheit geprägt, hat mich motiviert zu singen. Und DSDS soll nie aufhören, meiner Meinung nach. Deswegen freue ich mich auch schon auf die nächste Staffel. Und macht immer Spaß, so zu schauen. Menderes, nächste Staffel steht schon in den Startlöchern. Ja. Ich habe draußen gesehen, die ersten waren für die offenen Castings schon da. Wenn du den, ich sag mal, jungen, vielleicht noch orientierungslosen Talenten, die sich jetzt gerade dafür bewerben, was würdest du denen sagen? Ich würde sagen, hey, bleibt immer am Ball, lasst euch nicht unterkriegen, never give up. Ihr könnt alles schaffen. Ihr müsst vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit investieren, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und man sieht ja auch an euch, dass sich es lohnt. Ihr habt ja auch mit der SDS wirklich eine Reise durchgemacht. Marie, was kommt auf den Gewinner, auf die Gewinnerin jetzt zu, wenn es morgen vorbei ist und dann die Karriere startet? Also ich sage eine Sache und das ist halt ganz klar Arbeit. Danach fängt die Arbeit richtig an. Du bist natürlich auf einmal da oben und jeder will was von einem. Du gehst auf die Straße, wirst erkannt. Das ist krass und es wird weitergehen und weitergehen. Und gerade jetzt, du hast einen Song released, du wirst gepusht. Du trittst jeden zweiten Tag gefühlt auf, bist jedes Wochenende unterwegs. Das heißt, Privatleben ist erstmal nicht da. Und dann fängt die Arbeit richtig an. Das heißt, danach wird an den nächsten Sachen gearbeitet und du musst dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Ja, es ist harte Arbeit und ich glaube, das macht ja so eine Karriere am Ende auch aus. Ne? Die zwei haben richtig Spaß. Auf was freut ihr euch heute Abend noch? Habt ihr so einen Auftritt, wo ihr sagen würdet, da habe ich jetzt richtig Bock noch drauf? Also ich weiß jetzt nicht, welche Songs mich erwarten. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Hast du dir die 4 Gewinner-Songs schon angehört? Also ja, habe ich angehört. Und welchen findest du gut? Boah, ich muss ehrlich sagen, alle geil sind. Ja, sind auch alle gut, also, ja. Also die sind wirklich alle gut. Also ich finde es immer schade, dass kein deutscher Song dabei ist. Ich mag deutsche Musik, aber sonst alle geil. Safe. Wie sieht's bei dir aus, Menderes? Also ich bin ein bisschen sprachlos, also bisher haben mir die Songs alle gut gefallen bisher. Also ich habe da jetzt, ich muss sagen einfach, ich bin beeindruckt einfach. Ist eine tolle Show bisher. Ja, und ich glaube, das wird ein fantastischer Abend. Ich sag vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von dieser Kette. Die ist ja der helle Wahnsinn. Richtig cool. Dankeschön. Also wenn sie nachher weg ist, habe ich sie vielleicht eingesteckt, kann sein. Okay, tollen Abend euch, ne? Danke euch. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. So, und wir gehen mal hier noch kurz noch ein bisschen rum. Beziehungsweise
Ihr seht, da hinten ist noch richtig Action am Jurypult. Und ihr hört im Hintergrund, der Warm-Upper sagt den Leuten schon, dass man sich jetzt hier schon mal wieder auf die Plätze hocken soll, weil die Show gleich wieder weitergeht. Du kannst mal da reinschwenken. Da sitzen gleich die Top 4 und warten auf ihre Auftritte. Hier macht Kieran sich noch mal ein bisschen ready. Und so langsam nehmen noch mal die Leute ihre Plätze ein. Und dann würde ich sagen, wir gehen mit euch zusammen mal von der Bühne runter. Ah, Peres ist auch da. Wie geht's Ihnen eigentlich? Wir sind noch in unserem Livestream. Super, super Laune, super Laune. Ich bin echt gespannt, wer gewinnt. Was glaubst du eigentlich? Oh, super schwierige Frage. Ich habe einen Favoriten, aber ich kann ihn dir nicht sagen. Ja, Spoiler-Alarm. Nee. Wir müssen wieder auf die Plätze. So, wir gehen mal runter und sagen Tschüss und jetzt schön wieder Fernbedienung nehmen und RTL schauen.